26.11.1999 oder 28.04.2004? Bei dem zweiten Datum muss man kurz auf die Sprünge helfen. Dein Debüt bei der Nationalmannschaft. Entscheide ich mich für mein Bundesliga-Debüt im November 99 auf jeden Fall. War über Nacht habe ich mitbekommen, dass eben Franz Wolfert krank wurde und habe mit langen Überlegen gehabt, zu überlegen gehabt, dass ich mein Bundesliga-Debüt gebe. FV Hofheim-Ried oder VfB Stuttgart? Muss mich entscheiden auch. Hofheim-Ried ist mein, da komme ich her, da bin ich aufgewachsen. Stuttgart ist mein Herzensclub natürlich, aber meine Sporen habe ich natürlich in Hofheim-Ried und damaligen Super-Torwart-Trainer bekommen, um damals dann praktisch meine Karriere zu starten. Rudi Völler oder Ralf Rangnick? Mittlerweile Rudi Völler. mein erster Bundestrainer. Ralf Rangnick ist, glaube ich, nicht mehr ganz so gut auf mich zu sprechen. Armin Fee oder Rudi Völler? Armin Fee, Meistertrainer, geiler Typ, geiler Trainer. Und ich glaube, er war heilfroh, dass wir ihn praktisch auch zum Meistertrainer gemacht haben. Weltmeisterschaft oder Champions League? Weltmeisterschaft natürlich ist das. Für mich damals, auch wenn ich nur praktisch Nummer 23 war, eine WM im eigenen Land zu erleben, ist, glaube ich, einmalig. Eigenes Tor oder gehaltener Elfmeter? Gehaltener Elfmeter. Krassimir Balakow oder Alexandre Klepp? Würde ich Baller sagen, weil er ist ein absoluter Profi. Ich habe ihn letztens gesehen und der ist immer noch in Top-Shape. Ich glaube, der kann immer noch spielen. Alex war immer so ein bisschen ein wilder Vogel und für mich absolut krass mit Balakow, weil er brutal diszipliniert war. Philipp Lahm oder Andreas Hinkel? Der eine links, der andere rechts, die können beide spielen. Philipp Lahm, glaube ich, hat eine Weltkarriere gemacht, hat dann auch alles erreicht und auf dem Höhepunkt aufgehört. Persönlicher Rekord oder Titel mit der Mannschaft? Titel mit der Mannschaft natürlich. Mit dem Rekord werde ich immer verbunden, klar, jetzt auch gerade aktuell, aber Titel mit der Mannschaft zu holen ist immer das Wichtigere und Bessere auf jeden Fall. Film oder Serie? Film, ich bin überhaupt gar kein Serientyp. Kino oder Sofa? Sofa ist gemütlicher. Videobeweis oder Schiedsrichterentscheidung? Ich war eigentlich ein Freund des Videobeweises, aber so wie er gehandelt wird, ist oft schwierig, deswegen Schiri-Entscheidung. Klaas-Jan Hüntela oder David Villa? Boah, schwierig, schwierige Fragen, ey. Ich würde sagen Hunter, auch weil er einfach menschlich überragend ist, eine tolle Familie und ich habe noch nie jemanden oder wenige getroffen, die vorm Tor so eiskalt waren. Wir bleiben im Sturm. Mario Gomez oder Kakao? Ich habe ja Mario in meiner Traumelf, deswegen nenne ich ihn auch hier. Ich glaube auch über viele, viele Jahre einfach ein Top-Stürmer und zeigt es immer noch. Totalen Respekt vor ihm. FIFA oder Pro Evolution Soccer? Ich habe früher immer FIFA gespielt, aber habe schon ewig keine PlayStation mehr in der Hand gehabt. Ich bin raus aus dem Alter. Deutscher Meister oder spanischer Pokalsieger? Deutscher Meister natürlich. Relativ einfach mit meinem Herzensclub, auch zu der Zeit. Deutscher Meister zu werden, war eine absolute Ausnahme und tut mir immer noch leid für den FC Schalke. Felddienst-Arena oder Mercedes-Benz-Arena? Auch Stuttgart, Mercedes-Benz Arena, obwohl ich auch dankbar war, in der Veltins Arena gespielt zu haben und die unglaublichen Fans vom FC Schalke zu erleben. Notbremse oder Gegentor? Notbremse. Lieber eine rote Karte. Strand oder Berge? Strand. Bundesliga oder La Liga? La Liga, ich glaube, damals war es so auch gefordert vom Bundestrainer, mal ins Ausland zu gehen und deswegen habe ich den Schritt in die Liga gemacht. Rock oder Hausmusik? Chillige Hausmusik.